Und die Leute machen den hier. Vampire, ich bin sehr auf dem Poster. Die Runde spielen wir jetzt mal konzentriert, Leute, damit ihr mich hier nur nicht andauernd im Labern bin. Weiß gerade nur noch nicht, wenn ich beißen will, ja. Ich hoffe, Moni hat das gesehen. Ich hoffe, Moni hat das gesehen. Hallo. Night. Also ich gehe mal davon aus, dass es Warlock war oder so. Warlock. Wieso? Hast du was gesehen? Ich bin aus meiner Task raus und da lag. Ja, ich war auch in der Task. Schüler neben mir. War die zufällig im Labor? Ja. Yep. Ubedibab. Nee, ich gebe ihm noch die Runde. Vielleicht wem? Passiert was anderes. Nee, das verrate ich nicht. Also ich war im Labor, ne, oben rechts, an der Teleskop-Task mit dem Planeten. Und stand neben Twiller und ich habe die Task gemacht, dann bin ich raus und lag Twiller neben mir und Moni ist gerade in den Raum reingelaufen. Smaggy kam dann auch, der hat sich auch bewegt. Wenn jemand einen Warlock-Kill macht, dann kann er danach 10 Sekunden lang nicht laufen. Falls es ein Warlock war und Twiller nicht auf mich geschossen hat, kann ich sowohl Moni als auch Smaggy rausnehmen. Also ich stand zuerst an der Task, aber sonst stimme ich dir zu, Flisk. Ah, okay. Ja, gut. Also ich glaube, der Mörder konnte sich bewegen. Ich glaube, der Mörder ist Vampir. Was ich sagen kann, ist, dass Mel, Lumi und Vieh mit mir gemeinsam bei Electrical waren. Wir sind da so langsam gemeinsam reingelaufen. Stimmt, das ist ja wirklich zwischen Vlesk, Mel und Smaggy. Wir waren da ja auch. Adnello kam von rechts in dem Moment sogar eingelaufen in Lights. Ich glaube, das ist keiner von den dreien. Ich glaube, das ist einer von den dreien. Ich glaube auch, der Warlock ist richtig. Nee, ich glaube, der Warlock ist falsch. Ich glaube, der Vampir ist richtig. Glaubst du, der Vampir ist richtig? Ich glaube, da ist ein Vampir gewesen und der ist dann bei den Toiletten in den Wind gehüpft und ist rausgekommen und mir entgegengekommen und wollte dann ins Labor wieder gehen. Mit dir zusammen, meinst du? Ja, Smaggy. Mit mir zusammen. Ja, ich bin kein Vampire. Test jetzt. Ich bin gut. Okay, ich teste das. Seht ihr? Ich bin gut. Doch. Nice. Katze war der Vampir. Weil Katze ist aus dem Vent rausgekommen und ist dann halt in gerader Linie zum Lab-Eingang gegangen. Also, ich gebe dem mal 90%. Aber dann würde er nicht gessen, glaube ich. Wenn er der Böse ist, würde er nicht gessen. Aber hätte das zeitlich überhaupt geklappt? Weil ich stand... Also, 6-7 Sekunden. Ich habe einen mich nie gesehen. Tot. Okay. Ich bin ein bisschen sus. Es kann ja auch sein, dass du einfach Items of Engineer gegessen hast, zum Beispiel. Nee. Er hat doch Katze gesagt, dass er gestern war. Ach so. Ja, dass er gegessert hat. Ja, hat Nello gerade Ich höre halt nicht immer zu. Ne? Aber. Vielleicht hast du ja auch gebaitet, Nello. Ich habe Sachen gesehen. Ich hab ein paar Sachen gesehen halt Ich war's. Und ich hoffe, dass Items sich nicht vergesst hat, weil er dachte, ich bin Spy. Das wäre nämlich höchst unglücklich. Muss ich sagen. Höchst unglücklich. Ja, gucken mal ganz kurz, ob ich nochmal jemanden beißen kann. Das wäre nämlich ganz wunderbar. Ich finde hier gerade nur niemanden. Ja, Mel macht das Licht nicht an, aber jetzt schon. Ah, Camouflage, sprich.
Ich wollte eigentlich beide rausnehmen, Mel und... Ich hab nicht gewartet, es tut mir leid. Bait. Nee, I call Bait. Doch, doch. Hast du viel? Du hast, also Camouflage ging gerade wieder aus. Ja, ging aus. Habt ihr wen gesehen? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich bin in O2 mit, Boah, dass ihr auch einfach gleich aussehen müsst, ne? Ich glaube, es ist Vieh. Ich bin einfach vor O2 noch. Ach so, ja, dann mit Vieh und mit Mel. In dem Baumraum in O2. O2? Wo ist die Leiche? Ach nee, warte, ach so, ja, okay. Ach also so, nicht, ja, ich hab ja nicht reported. Okay. Ja, hast du den Bait reported? Nein, die Leiche liegt vor Storage, aber ich dachte gerade, wieso? Ich dachte, ihr habt den verfolgt. Nee. Ach, du hast den Kill gesehen. Nein, ich hab den Kill nicht gesehen. Ich bin aus Storage raus. Und dann lag da so halt so eine pinke Leiche, also Broti halt an dem Pillar. Und ich war so, fuck, warum report ich so schnell? Da ist doch ein Camo mit bei. Warte, du, Mel und Vieh, ihr wart's nicht. Ja, wir waren's nicht. Correct. Wir haben Licht gefixt und sind dann alle in O2 runtergelaufen. Ja. Genau. Ich stehe gerade vor O2 unten. Vor verschlossener Tür. Wer ist ich denn, Moni? Also wären es dann halt Lumi oder Smaggy, die gerade noch im Raum stehen, no? Ja, ich bin halt Bait. Alleine oben im Laboratory. Das kann keiner bezeugen. Ja, aber ich kann dich rausnehmen wegen der ersten Runde. Aber das weißt du nicht. Ich weiß, dass du eine gute Rolle hast. Okay. Ich hab's gehört. Oder was kann er rausfinden, was eine gute Rolle soll? Ah, warte, okay. Okay. Dieselbe Farbe? Nee, hab ich nicht. Wait a second. Warte, hast du jetzt aufgrund der Farbzugehörigkeit herausgefunden, dass jemand böse ist? Okay. Oder dass sie lieb ist? Okay. Ich hab keine Ahnung. Also ich habe mir bloß den Öltank aus dem Lager geholt und muss jetzt eine Rakete befüllen. Aber that's it. Ich würde einfach mal solidarisch aus Maggie gehen. Oh mein Gott! Das kennt ihr schon am Mobbing hier! Frechheit, oder? Wollen wir ihn nicht rausholen? Maggie, was hast du gemacht? Im Grunde. Ich bin im Specimen. Okay. Gar nichts gemacht. Ich habe Download fertig gemacht. Keine Ahnung. Wir haben aber nicht mich gewotet, ne? Ich hab keinen Klon für mich war es Lumi oder Sea. Oh mein Gott, ich muss skippen. Ja. Ich wusste, ich muss skippen, weil die Schweine mich wieder wohnen. Mann! Der scheiß Timebreaker! Ja, ich war Medic, ne, Moni? Kein Schild mehr. Naja. Ich weiß, dass Lumi Crewmate ist. Possible, aber ich sehe es einfach. könnte auch neutral sein, aber ich glaube, wir spielen nicht mit neutral. So, denselben Spaß nochmal. Licht hier nochmal aus. Na, ich muss noch nicht töten. Das ist alles noch okay. Wie, du machst die Türen auf, bitte. Ich baue eine auch, komm. Ich habe das Hütchenspiel verloren. Ich dachte, das ist nicht Mel. So, das war... Lose. So, wer von euch beiden war das jetzt? Ich nicht. Ich auch nicht. Wo ist es? Was ist überhaupt passiert? Wo ist das passiert? Es sah aus, als wäre sie umgefallen an Vieh. Oder Vieh hat sie getötet. Aber ich stand in der Ecke. Vielleicht du hast dich nicht bewegt. Na, naja, ich habe das Licht gefixt. Primär deswegen. Immer das reportet direkt. Also ja, ich bin raus direkt. Und da lag eine Leiche und dann habe ich gewartet, bis Kamera ausgeht und ihr standet beide daneben. Oh, das war nicht mal eine Sekunde, ne? Das war wirklich instant. Wirklich, wirklich instant. Also es war wirklich instant. Also ich weiß nicht, entweder ist sie halt an Vieh umgekippt oder Vieh hat sie getötet. Ich stand in der Ecke. Ich weiß nicht. Aber was hast denn du gesehen? Ich bin zu euch rübergelaufen, weil Camouflage an war und ich
wissen wollte, wer alles da ist, und dann ist sie halt umgekippt. Ich hab gar nichts gemacht. Hilfe. Ja. Ich hätte eine Frage. Wenn Items rausgegessen worden ist und wir potenziell den Vampir draußen haben und wir haben Camouflage drinne und ihr sagt, beides umgefallen, dann muss das ein Sheriff-Schuss sein. Nee, außer einer von euch beiden hat irgendwas übersehen. Also Mel ist halt einfach umgekippt, sie ist halt nicht irgendwie gesprungen oder so. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich Sheriff einfach. Bitte dann noch eine Frage in den Toten-Chat. Abgies gibt. Wen hast du geskippt? Wen habe ich geskippt? Ich habe den Skip-Knopf geskippt. Ja. Smaggy lebt ja nicht mehr, kann ich nicht mehr skippen. Ja, da habe ich aus Versehen, also nicht nur, dass Mel vorhin Solo gewinnen musste, ich habe sie einfach weggeräumt gerade. Das tut mir leid. Ja. Na? Ich bin leider ein bisschen blöde. Wir machen das jetzt einfach folgendermaßen. Wir machen hier unten einfach mal zu. Schade, Moni. Wir haben einen Vampir auf jeden Fall drin und ich glaube einfach, dass es Flesk ist. Würde auch sagen, dass es Flesk ist. Warum denn ich? Es passt halt letzte Runde, also erste Runde und letzte Runde, das passt einfach. Zur ersten Runde hast du wahrscheinlich einfach reingebissen und dich dann zu mir gestellt und jetzt die Runde auch beim Lightfix kurz reingebissen und dann schnell ins Light rein. Ja, aber das würde ja heißen, dass ich während Camouflage aus Versehen meinen Imposterkollegen gebissen hätte. Und der schlechteste Mongas-Spieler der Welt bin. Ja, vielleicht bist du der schlechteste Mongas-Spieler. Ja, wahrscheinlich. Ja. Es würde heißen, dass nachdem ich letzte Runde gecarried wurde, ich diese Runde meinen Postman einfach getötet habe. Das wäre blöd. Ja, das wäre wirklich blöd. Ja. Also, ich glaube auch actually, also wir hatten jetzt zwei blaue Flashes, no? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du bist wahrscheinlich etwas sehr und siehst schon wieder zu viele Dinge. Ja, aber dann hätte ich ja einen weißen Flash. Ein blauer Flash ist ja immer ein. Also das ist ja das würde heißen, du bist sehr und du legst mich rein gerade, aber ich muss es mal probieren. Oh ja, gut. Wie kannst du bitte Flash voten? Bodenlos. Flash, komm, hol sie dich selber. Bodenlos. Du willst es doch an. Ich hab grad die ganze Zeit. Ne, egal. Nee, ich merk's gerade. Nee. Bless, bitte. Ich muss halt raten, so, es bringt mir ja nichts. Du machst es ganz schön spannend, ey. Hatten wir einen Mayer drinne? Wie bist du Detective? Kann es sein? Auf jeden Fall. Ja, glaubt. Ich hab gerade die ganze Zeit überlegt, schieße ich jetzt. Ich hab mir gesagt, Fee ist auf gar keinen Fall Sheriff, die hat sich sicher schon irgendwie ins Smaggy erschossen oder so. Ich hab gerade die ganze Zeit überlegt, okay, schieße ich jetzt auf Moni oder auf Flesk? Boah, warum? Scheiße. Ja, also ich kann Mann, und dann bist du an mir vorbeigelaufen und ich hab mich nicht getraut, hätte ich mal. Mann. Ich kann mich gänzlich hören, Smaggy, aber ich meine, jeder Seher-Flash ist ein blauer Flash. Nein. Ja, Mel, nee, da war Camouflage an und ich hab so Hütchenspiel gespielt. Weiß. No. Und dachte mir, ah ja, genau dieser eine Blob ist auf gar keinen Fall, Mel. Ich hatte gerade zwei blaue Flashes, davor waren alle weiß. Es tut mir leid. Bibi, ich bin einfach die Wand und du bist an mir zerschellt. Na? Sagen wir es, wie es ist. Na.
Ich bin die Wand gewesen und Vivi ist mit Vollgas gegen mich gefahren und zerschellt. Ja, aber aus Stukis Sicht denke ich schon auch, dass es die sicherste Variante war, auf Vivi zu wollen. So. Ich denke, das war schon fair. Hättest du mir mal nicht widersprochen. Hallo. Ja. Tja, hat sie nur davon. Doch. Sie hatte aber recht. Vivi liegt am Eingang Electrical. Dann war es Terste nicht, Kreativgeist ich nicht. Nee. Und ja, Stugi habe ich keine Ahnung, wann er reinkam. Naja, ich stand ein bisschen länger schon bei euch, aber. Okay. Ja, dann die nicht. Ich bin allein in O2 und da, ja, nee, keine Ahnung. Also ich hatte vor Storage einen Report-Button haben müssen? Nee. Wäre noch ein bisschen sehr weit entfernt gewesen. Aber ich habe dich noch auf die Entfernung gesehen, weil ich noch geguckt habe, ob ich irgendjemand wegrennen sehe. Also der VIP-Flash, den hatte ich halt, während ich halt in der Download-Task war. Deshalb habe ich es erst ein paar Sekunden später gesehen. Ja, also er kann neben mir oder hinter mir in den Vent gehüpft sein, er kann wieder rausgelaufen sein, keine Ahnung. Kam dir irgendjemand entgegen, Faro? Nee, Smaggy kam aus Storage raus. Aber genau jetzt, just in dem Moment halt. Ne? So ja, das stimmt. Ich war ein bisschen auf Gar, ich bin gerade rausgelaufen, stehe an der linken Storage-Task. Tatsächlich nicht mal eine Mausbreite drüber. Ich sitze auf der Linie, auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist mein Stichwort. Wo sind die Mäusebreiten? Ja. Ist nicht vorhanden. Ich sitze genau auf der Linie von Storage. Von Storage? Also null Mäuse unter der Linie von Storage. Oder über der Linie. Oder im Bett. Das verstehe ich nicht. Also im Endeffekt auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Also über dem S von Storage eine Mäusebreite nach oben. Ja. Nein! Kannst du mal kurz sagen, welche Rolle du hattest? Ich bin auch verwirrt, aber hey. Das ist ein Bellholz. Wer soll seine Rolle outcallen? Ja, Vivi. Medium. Aber warum sollte Vivi? Ja, Vivi ist halt tot, ne? Also. Ach so. Ich bin Medium und ihr werdet mich nie gessen, weil ihr euch nicht traut. Ich gesse gut sofort. Ich glaub dir dein Medium. Nächstes Meeting. Kannst du es böse und Gesser? Wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Und wird's gut, wird's tot. Wo? Eingang Electrical. Okay, da gehe ich jetzt hin. Da stelle ich mich jetzt auf die Leiche. Ich bin Medium. Eingang Electrical. Hier ist die Leiche. Ich stelle mich penetrant drauf. Ciao, Leute. Dankeschön für die 21 Monate Resub Legende. So, ich habe meine Medium-Infos gesammelt. Und ich bin in irgendeine Trap reingestiefelt und hier liegt irgendwer tot. Oh Gott. Ich hatte gerade so Arschflattern. Ich dachte, du willst mich töten. Dann bin ich in der Trap gefangen gewesen. Und ich dachte, jetzt bin ich tot. Ja, ich bin auch in der Trap gefangen gewesen. Thun ist tot. Okay. Und der, ich weiß nicht, ob der auch in der Trap drin stand, aber der ist tot, der liegt im Eingang Electrical. Ich hab Stubi mit Geist hier allein im Specimen gelassen. Ich kann Dasher, Zayana und Terste rausnehmen. Ja. Hast du nicht Dasher? Doch, als ich im hast Specimen war und hochgelaufen bin, war Stubi am Download und du an der 1 sortiert hast. Ich war schneller draußen. Wo hast du reported, Blesk? Ich weiß, wer dann auch wieder reinkam, aber... Eingang Electrical. Ja. Ja, Zayana, ich und Dasher und Knecht, die waren gerade noch im Lab. Richtig. Ja. Oh, die Schlinge zieht sich zu, Vlad. Welches Chamäleon war in der oberen? Warum für mich? In die Tür aufgemacht. Oh. Chamäleon? Oberes das war nicht ich als Chamäleon. Du bist Anti-TP, oder? Ich bin Anti-TP, ja. Genau, ich bin oben reingelaufen am Anfang und habe gesehen, dass da die Decon gemacht wurde und ich habe dann einfach die Tür geöffnet, weil Katzen keine geschlossenen Türen mögen, bin wieder gegangen. Ah. Wer hat also das war nicht Chamäleon. Mögen die echt nicht? Nee, geschlossene Türen sind kacke. Ja. So. Aber für dich oder für wirkliche Katzen? Für wirkliche Katzen. Was heißt hier für wirkliche Katzen? Suchst du Streit? Aus welchen Gefühlen? Aber ohne Radar, sag ich dir. Aber Claire hat geschrieben Bait, aber warum?
Das macht keinen Sinn. Vlesk ist ja Medium und keiner traut sich ihn zu gessen, oder? Ja, ja, ich weiß. Hat er endlich Medium gesagt? Ich verstehe, achso, Vlesk auf Medium. Warte, warte. Wo ist es? Da! Kill erste Runde, Leiter Color. Geist, die war nicht gut. Ich bin der Gutgesser. Kill erste Runde, Leiter Color? Dann seht ihr, oder? Kein Medium, das wissen wir schon mal. Das stimmt, ich bin kein Medium. Nee, sein Lovermate ist Medium. Ich bin auch kein Lover. Ich bin Engineer. Oh. Okay, spring mal vor jetzt in den Vent, dann glaube ich dir. Ich bin Medium. Ich bin Bachelor of Engineer. Der wird, glaube ich. So. Ich laufe jetzt einfach nochmal hoch und mache meine Medium-Aufgaben. Ne? Ich bin nämlich immer noch Medium. Ganz offensichtlich. Ich werde einen Teufel tun und mich jetzt als Engineer outen. Aber ich werde kurz mal in die Kämme reingehen und gucken, was Phase ist. Claire steht in Office und Dasher, irgendwer ist bei mir, Smaggy oben an den Reaktor und irgendwer ist hier bei mir, ne? Oterste. Hallo, ich stehe an der Cam und ich sehe Dasher in O2, ich sehe Claire in Office, ich sehe Smaggy am Reaktor und Terce fällt, also ich sehe, dass Terce in Electrical reinläuft und hinter mir umfällt. Muss ich kurz gucken, ob wir Lava noch drin haben? Wartet mal. Ich stehe am Rad, ey. Du hast so schon wieder reportet, ne? Richtig. Ja, ist Lava an? Ah ja, Lava, 60%. Sprich, Terce war Lava mit Claire. Relativ sicher. Glaube ich nicht. Oder vielleicht hat er auch auf dich geschossen. Das kann auch sein. Kann auch sein, aber da wüsste ich nicht, warum er das hätte machen sollen. Ja, weil... Ich habe nichts gemacht die ganzen Runden. Wahrscheinlich, weil Geisti und Katze sich auf dich vergesst haben oder so. Faro, wo bist denn du hin, nachdem wir uns da gecrossed haben? Ins Lab rüber und bin jetzt mittlerweile sogar schon Specimen unten. Mhm. Also ich denke, der Kill an Claire muss zwischen Zayana und Knechti sein, aus meiner Sicht. Wo im Specimen bist du? Ah, Flask. Kurz, also ich bin im Gang oben, kurz vor Room, also über den beiden O's ungefähr. Ja, im hellblauen Bereich noch. I don't also trust that. Flask hat schon wieder reported und ich glaube, Flask hat einfach den Kill gemacht. Nö. Also ich habe Kerst da noch gesehen, der stand oben rechts am Auffüllpylonen von Öltank, wo ich nach Weil, guck mal, Flask saß Knechti und mich und ich war in Lab und Knechti in Specimen. Und deswegen kann Knechti bei dir den Kill nicht gemacht haben, Flask. Ja, dann muss es ja Faro sein. Wenn ihr sagen könnt, Faro war nicht in Specimen, dann lügt der Faro offensichtlich. Aber dann bin ich nicht der Böse, weil ich war ja die ganze Zeit im Camp. Ich kann ja nichts gemacht haben. Oh, ich könnte erst haben, theoretisch. Wo ich nach dem Lab reingelaufen bin, waren die Camps noch nicht an. Sayana, wen wurdest du? Sass. Blesk. Sass. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben keine Ahnung. Nicht richtig. Blesk kann nicht böse sein. Nein. Ja. Ja, dann sag das doch früher. Welcher Mayor wollte nicht da? Ich die ganze Zeit gesagt. Ja, also ich bin wirklich, ich war Engineer, tatsächlich, bin aber noch nicht im Vent gehüpft. Ich denke, Faro ist böse, aber ich bin mir nicht sicher. Die müssen halt jetzt... Ja, es war tatsächlich Faro, ne? Es war Faro. Also ich weiß nicht, warum sie mich da gewotet haben. Ich habe ihnen ja sogar gesagt, zwischen wem es ist. Und Faro hat sich einfach ein Fake-Alibi geholt. Weil Faro war nicht ein Specimen. Und dass das nicht aufgefallen ist gerade, war wild. Ja? Weil der hätte auf... Das hätte auffallen müssen. Das hätte auf jeden Fall auffallen müssen. Dass Faro böse ist. Ich bin am Admin-Tisch, hier am Office-Tisch da, wollte einen Button drücken. Dann kam... Knechti, wie er war aufgeworfen. Wen habe ich reported tun? Oder Dasher kam auch dahin.
Und oh, Krise, Knecht hat seine Meierrolle weggegeben. Sprich, jetzt sind die wirklich komplett am Arsch. Für den Kill, weil er von rechts kam, würde ich Faro und Knechti herausnehmen. Ja, die haben verloren. Faro und Knechti. Die müssen jetzt hoffen, dass sie. Ja, ich hab dich in Webpins reinlaufen sehen, ne, Knechti? Ja. Und Faro war auch links. Ich glaube, der ist entweder unten zur Pylone gelaufen oder nach oben. Dann bin ich reingelaufen. Ich nach oben gelaufen. Zayana, Faro oder Smeggy auf Jackal? Ach, ich würde hier. Du liegst da. Knechti, du liegst da falsch, Bruder. Ja, Zayana kann den Kill nicht gemacht haben. Ich habe gerade. Also, Zayana hat Vlesk gecallt, obwohl ich davor gesagt habe, Vlesk kann es nicht sein. Und ich hatte Zayana gerade in der Runde nichts weiter ausgeführt. Ich habe. Doch. Ich habe die Runde davor sogar gesagt. Ich war in der Trap, wo die Leiche lag. Vles hätte mich da töten können, aber er hat reported. Okay, er hätte also mich easy wegschnetzeln können. Wie lange ist Bait? Also glaub, vielleicht hätte er einfach gebait. Nein, jetzt, das also ist jetzt glaube, kein Bait. Nee, nicht, mein Vlesk vorhin. Ja, ich glaube, das Vlesk den Bait, aber statt ehrlich gesagt. Ja. Nee, also, Smeggy, warum ist es nicht Faro? Warum bist du nicht weil ich Faro? Guck mal, ich habe erst Knechti gesehen, danach Faro links. Und der Schack kam gerade von rechts und der ist nicht an mir umgefallen, der ist weiter rechts umgefallen. Der ist quasi, also ich bin linker Eingang, hier diesen Office, ne, da hast du hier zwei Eingänge. Du hast einmal den linken und den rechten, da wo du Kabel und Wasser machen kannst, links und rechts da, wenn man von Lifeline kommt. Und er kam aus Richtung Lifeline, Zayana. Also du sagst, Faro hat diesen Kill nicht gemacht? Never, diesen Kill hätte er niemals machen können. Dann vote ich Smeggy hier. Zayana? Ich auch, Smeggy. Ich vote Zayana. Ja, das ist falsch, ne? Zayana kann den Kill nicht gemacht haben. Wir waren eben gerade beide zusammen in Weapons. Also. Aber ich habe Zayana da nicht gesehen. Hä? Ich habe dich auch nicht gesehen, Smeggy. Ja. Leider ein Tiebreaker dabei. Lava halt wieder. Auf. Ja, Lava ist halt auch einfach immer, wenn Imposter Lava drin ist, es sind halt drei Leute plus ein Jackal, vier Leute. Also es ist immer sehr OP tatsächlich. Ist immer sehr OP. Und Crewmate-Lover sind auch sehr OP für die Imposter, weil du aus einem Kill zwei Kills machen kannst. Der übel viel Verwirrung reinbringt. Also Lover ist generell, wenn du noch zwei neutrale Rollen mit drin hast, einfach übel tricky, finde ich. Ich weiß nicht, ob mal zwei neutrale hier drin waren. Ich glaube, es war nur eine diesmal sogar. Ja, davor gemacht. Nice. Faro hat sich einfach sein Alibi geholt, indem er sich neben euch geparkt hat und es ist nicht aufgefallen. Ja. Der Call mit Flesk fand ich gut. Es ist Flesk. Flesk ist es nicht. Ich hab Flesk gewotet. Ja, wir sagen die ganze Runde, Flesk ist es nicht, Zayana. Ja, sorry. Ja, das kann ja passieren. Das finde ich nicht schlimm. Wer hat denn hinter dir gekillt, Flesk? Terster hat sich Lava. Nee, das war nicht Lava. Terster hat sich erschossen. Ja, aber ich weiß auch gar nicht warum. Terster hat halt ein Schild, deswegen wusste ich, dass er. Ich dachte, du wärst sass. Also nö. In meinem Gehirn warst du sass wegen dem Rad. Aber ich wusste auch nicht. Irgendwer hat sich doch an mir vergessen sogar, oder nicht? Der Jackal oder so? Einen Willen, Leute. Ja. Lieblingsrolle. Wie schön. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich habe zu häufig irgendwie die Rolle gewechselt, und dann keine Ahnung. Smeggy noch, wie geil. Hä? Ich verstehe. Das macht er ständig. Ja, ich weiß, aber er macht es halt auch, wenn er böse ist. Also in meinem Kopf hat das Sinn gemacht, ne? Aber anscheinend. Ja. So, viel Spaß, Leute. Ja, ich finde das nicht schlimm, Zayana. Wenn ich lüge so, dann bin ich natürlich auch sass, so ist ja.